sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vorleser, liebe Lukács-Interessierte und liebe Freunde. Am 4. Juni, schon vor 50 Jahren, ist György Lukács, der Denker von bestimmender Wirkung in seinem Jahrhundert, gestorben. Anlässlich seines Todestag nahm die Internationale Stiftung Lukács-Archiv sich vor, einen deutschsprachigen Diskussionabend zu organisieren. Wir haben die eingeladenen Vorleser darum gebeten, nach Antworten auf solchen Fragen zu suchen, wie weit Kontinuität in Lukács Lebenswerk herrscht, wie die Veränderungen in seinem Lebenswerk mit den Geschehen des 20. Jahrhunderts zusammenhängen und was Lukács Nachlass im internationalen Kontext bedeutet. Die Organisation, die Internationale Stiftung Lukács Archiv, wurde 2016 von Universitätsprofessoren, Redakteuren der Zeitschrift Eszmélet und früheren Mitarbeitern des Georg Lukács Archivs etabliert. Die Stiftung setzte sich die Bewahrung bzw. die Wiederherstellung des Archivs in seiner ehemaligen und ursprünglichen Form, also als Bewahrer der Bibliothek und der Manuskripte von Lukács und als Ort der Forschung zum Ziel. Daher wird die Stiftung wissenschaftliche und editorische Projekte starten oder lancieren, um die Arbeit fortzusetzen, die ihm und vom Archiv geleistet wurde, solange es ihm erlaubt war. Wenn Sie mit der Arbeit der Stiftung einverstanden sind, unterstützen Sie bitte die Bestrebungen der Stiftung durch die Homepage. Das Programm der heutigen Veranstaltung, wie ich schon erwähnt habe, ein Diskussionsabend. An der Veranstaltung hält Professor Dr. Wolfgang Müller-Funk einen Keynote-Vortrag mit dem Titel Lukács, Philosoph eines Jahrhunderts. Auf dem Vortrag Dr. Ivana Perica und Dr. Francisco García Chicote reflektieren werden. Professor Dr. Wolfgang Müller-Funk ist Literatur- und Kulturtheoretiker, Essayist. Seit 2011 und 2014 ist er Forschungskoordinator der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Wien. Er unterrichtet an der Diplomatischen Akademie in Wien und an anderen wissenschaftlichen Einrichtungen in Österreich, Ungarn, Tschechien und Kroatien. Er hat internationale Lehrtätigkeit und internationale Scholarship und unter anderem in New York School. In New School New York, Giessen Center for the Study of Culture, Neu-Delhi und Trinity College Dublin. Seine Forschungsschwerpunkte sind Kulturtheorie, Theorie des Narrativen, Romantik, Avantgarde und klassische Moderne, Essay und Essayismus. Dr. Ivana Perica ist Postdoktorandin und Maria Hoda Stipendiatin an der Universität Wien, wo sie ein Projekt der komparativ-historischen Zusammenschau und historischen Angelpunkten verfolgt, in welchem Politik und Literatur in regem Austausch standen, 1928 und 1968. Nach dem Abschluss ihrer Promotion an der Universität Wien hatte sie Lehrtätigkeit und Forschungsprojekte an den Universitäten in Wien und München. Ivana Perica ist Mitherausgeberin in der globalen Zeitschrift Philosophy World Democracy und editorische Assistentin in der komparativen Zeitschrift Arcadia. Ihre Monographie, die privat-öffentliche Achse des Politischen, das Unvernehmen zwischen Hannah Arendt und Jacques Rancière, ist 2016 bei Königshausen und Neumann erschienen. Dr. Francisco García Chicote ist seit 2018 Assistenzprofessor in Literaturwissenschaft an der Universität de Buenos Aires. Seine Forschungsinteresse sind Theorien der Moderne mit Schwerpunkt auf Georg Simmel, Siegfried Krakauer und György Lukács. Die Moderatoren sind Dr. László Gergely Szücs, der wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts für Philosophie des Forschungszentrums für Geisteswissenschaften ist, und Bettina Szabados, die Doktorandin an der Eötvös Loránd Universität und Junior Researcher des Instituts für Philosophie des Forschungszentrums für Geisteswissenschaften ist. Beide sind tätig in der Internationalen Stiftung des Lukács Archivs. Jó napot kívánok, guten Tag. Und man könnte das jetzt in vielen Sprachen sagen, also auf Kroatisch, auf Spanisch, auf Italienisch und sonstige Sprachen.
Man könnte ja auch mal überlegen, was György Lukács zu den heutigen digitalen Medien theoretisch zu sagen gehabt hätte, ob er etwas zu sagen gehabt hätte. Das verändert nicht nur die Kommunikationsweise der Universität. Die Veranstaltung ist aus Anlass des 50. Todestags organisiert. Und das ist ungefähr die Zeit, wo ich das erste Mal ein Buch von György Lukács in die Hand genommen habe. Ich kann jetzt nicht sicher sagen, ob es die Seele und die Formen waren. Wahrscheinlich war es die Theorie des Romans, meinen Anmerkungen zu schließen. Aber ich habe andere Erinnerungen und mit diesen Erinnerungen hängt auch zusammen, dass ich diese Einladung sehr, sehr gerne angenommen habe. Ich erinnere an zwei Personen, die irgendwie stumm in meinem Vortrag murmeln werden, um mit Michel Foucault zu sprechen. Das ist Agnes Heller und Mauro Ponzi, mit denen ich mehrere Dialoge, Symposien, Buchpublikationen mit und über Lukács gemacht habe. Und unvergesslich sind mir auch die Aufenthalte am Lukács-Archiv, also in der Wohnung des Ehepaars Lukács. Leider ist, wie Sie schon gehört haben, diese Bibliothek und diese Unterlagen im Augenblick nicht wissenschaftlich zugänglich. Aber ich kann mich noch erinnern, wie Andrea Seidler das Tagebuch noch einmal sich durchgesehen hat und ich den Briefwechsel mit Günther Anders studiert habe. Lukács, Philosoph eines Jahrhunderts, das ist ein Überblicksvortrag, so habe ich das konzipiert, weil ich der Meinung war, das passt zum Anlass dieses Symposiums, dieses Workshops, und weil ich denke, dass man über Georg Lukács nicht sprechen kann, ohne den politischen und historischen Kontext, der ja, wenn man die Auseinandersetzungen um das Archiv und um den Nachlass anschaut, bis heute anhalten. Ja. Also eins kann man über Lukács sagen, diejenigen, die sich mit ihm beschäftigen, das lässt keinen kalt. Und das gilt natürlich auch für die gegenwärtige Regierung in Ungarn. Er war von Anfang an ein umstrittener Denker. Aber eines lässt sich schwer bestreiten. Georg, eigentlich György Lukács, ist ein intellektuelles Schwergewicht jenes Jahrhunderts, das wir seit Eric Hobsbawm ein kurzes nennen. Wollen sich die Jahre von 1900 bis 1914 und von 1989 bis 2000 nicht in das Bild eines Säkulums fügen, das durch Krieg und Bürgerkrieg, durch ideologische Grabenkämpfe, durch Shoah und Gulag, durch Kalten Krieg und Dekolonisation, durch neue Kunstformen und Medien bestimmt gewesen ist. Bei genauerem Blick wird deutlich, dass sich auch die beiden Hälften des kurzen Jahrhunderts durchaus ungleich ausnehmen. Lasst sich die Zeit zwischen 1914 und 1945, ebenso wie jene von 1945 bis 1989, zweifelsohne als zwei kompakte, unterschiedliche Perioden fassen. Als Gegenläufigkeit von heißen Kriegen, Bürgerkriegen und Massenmord einerseits, kaltem Krieg und Stillstand andererseits. Wie immer man dieses 20. Jahrhundert erzählt, Lukács passt als signifikante Figur wie angegossen in diesen Zeitrahmen. Er ist der Sohn eines Mannes mit Eigenschaften, um Musil ins Spiel zu bringen, eines angesehenen, nobilitierten, liberalen jüdischen Bankiers, der seinen Namen in einer Welt der Sicherheit madjarisiert hat. Der Sohn wird die Epochenschwelle, das ist ein Begriff, den ich Blumenberg entlehnt habe, die Epochenschwelle des Ersten Weltkriegs als tiefe und persönlich schmerzhafte Krise erleben. Er ist theoretisch und praktisch in verschiedenen Rollen in die dramatischen Kämpfe und Auseinandersetzungen dieses Jahrhunderts verwickelt. Als Philosoph, als Politiker, als Intellektueller und als literarische und literaturkritische Größe. Mit seinen frühen, übrigens sehr unterschiedlichen Büchern, vielleicht kommen wir auch in der Diskussion darauf, Die Seele und die Formen und seiner Theorie des Romans hat einen bleibenden Beitrag zur ästhetischen Moderne geliefert. Mit Geschichte und Klassenbewusstsein, seinem ersten Werk in den Fußstapfen von Hegel und Marx, hat er den wegweisenden Versuch unternommen, den Marxismus auf philosophische Füße zu stellen. Und wie Antonio Gramsci oder Karl Korsch den theoretisch wenig ambitionierten, darwinistisch eingefärbten Marxismus des letzten Viertels des 19. Jahrhunderts gründlich zu korrigieren. Die drei genannten Bücher sind kanonisch,
ganz im Kontrast zu späteren umfangreichen und ambitionierten Unternehmen, etwa seiner Kritik an Romantik und Existenzphilosophie, in die Zerstörung der Vernunft, die Adorno polemisch als die Selbstzerstörung der Vernunft des einstigen Vorbilds bezeichnet hat, oder seiner am bürgerlichen Realismus orientierten Ästhetik, die die Leitfigur der kritischen Theorie gleichfalls ungnädig abgekanzelt hat. Die Kontroverse zwischen dem älteren ungarischen Philosophen und dem um eine Generation jüngeren Deutschen war eine dieser theatralischen philosophischen Auseinandersetzungen dieses 20. Jahrhunderts, in der es, wie im Streit zwischen Heidegger und Kassierer, zwischen Jaspers und Lukács oder wie im Positivismusstreit scheinbar um fast alles ging. Im Fall von Lukács und Adorno um Normen und Befindlichkeiten der Moderne, um das Erbe von Marx und um den Sozialismus, von dem sich Adorno und Horkheimer in Raten unter der Hand verabschieden sollten. Nichts könnte den Unterschied des intellektuellen Temperaments besser veranschaulichen als die jeweils gewählten Exilorte. Moskau hier, New York dort. Ein fulminantes Frühwerk, auf das nichts Bemerkenswertes folgt. Dieses Narrativ, das Adorno über Lukács in Umlauf gebracht hat, hat sich hartnäckig gehalten. Umgekehrt distanziert sich Lukács in Vorreden zu den Neuausgaben seines Werkes immer wieder zu eilfertig von den sogenannten Jugendsünden seiner frühen Philosophie, übrigens auch von Geschichte und Klassenbewusstsein. Aufschlussreich und komisch zugleich kommt das in der Korrespondenz zwischen ihm und Lucien Goldman über die Theorie des Romans zum Vorschein. Goldman hat das frühe Werk, dessen Einfluss auf Benjamin, Adorno, Günther Anders und ihn selbst unübersehbar ist, mehrfach als paradigmatisches Initialwerk der Moderne beschrieben. In Lukács Antwortschreiben vom 1. September 1959 heißt es: Wenn ich um 1924 gestorben wäre und meine unveränderte Seele aus einem Jenseits ihre literarische Tätigkeit betrachten würde, so wäre sie von echter Dankbarkeit erfüllt um das intensive Eingehen auf meine frühen Werke. Da ich aber nicht gestorben bin und in diesen 34 Jahren mein eigentliches Lebenswerk geschaffen habe, und dieses Lebenswerk existiert für sie überhaupt nicht, kann ich als lebendiger Mensch, dessen Interessen selbstverständlich auf die eigene gegenwärtige Tätigkeit gerichtet sind, sehr schwer zu ihren Darlegungen Stellung beziehen. Es gibt auch andere Philosophen, deren Wirksamkeit sich vornehmlich ihrem Frühwerk verdankt. Was wäre Hegel ohne die geniale Phänomenologie des Geistes, Wittgenstein ohne den Traktatus und Schelling ohne seine frühe Natur- und Kunstphilosophie? Auch Wittgenstein und Schelling haben ihr Frühwerk später kräftig herabgestuft. Aber Lukács geht in seiner zensierenden Erinnerung doch sehr weit, vielleicht zu weit. Von Friedrich Schlegel abgesehen, hat kaum ein Denker sein eigenes so prominentes Frühwerk so gering geschätzt wie dieser exemplarische Marxist des 20. Jahrhunderts. Die oft fatal anmutende Selbstkritik, die den faden Beigeschmack unfreiwilliger kommunistischer Beichte hat, legt auch die Frage nahe, inwiefern sich diese jenem historischen Umfeld zu verdanken hat, dass Lukács sich nach 1945 zur Heimat gewählt hat, das realsozialistische Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg. Die schiefe Selbsteinschätzung bestimmt bis dato die Wahrnehmung von Lukács. Das lässt sich am Beispiel jener Projekte und Bücher, die sich in den letzten Jahren mit dem ungarischen Philosophen beschäftigen, darlegen. Zu denken ist hierbei an den schon erwähnten von Mauro Ponzi herausgegebenen Band Il Giovane Lukács, Konferenzen in Wien 2014 und Rom 2016, einem überaus kritischen Sammelband des Deutschen Literaturarchivs mit dem beredten Titel Kommissar Lukács, sowie einem Band der renommierten Zagreber Beiträge, der sich ausschließlich mit dem Werk von Lukács beschäftigt. Tagungen in Berlin und Budapest im zeitlichen Umfeld des Todestages runden dieses Bild ab. Das politische Klima in Ungarn steht in einem respektvoll kritischen Umgang mit Ungarns berühmtesten Philosophen unübersehbar im Wege. Immerhin wurde der teilweise noch immer unbearbeitete Nachlass der wissenschaftlichen Öffentlichkeit digital zugänglich gemacht. Es gibt in der Rezeption des widersprüchlichen Werks des ungarischen Großmeisters, den Thomas Mann im Zauberberg
in Gestalt des NAFTA ein verfremdetes und typisiertes Gesicht gegeben hat, erstaunliche Kontinuitäten. Zu ihnen gehört die einseitige Präferenz für das Frühwerk, die Frage nach Bruch und Kontinuität und die Frage nach der politischen und moralischen Mitschuld des Philosophen an den Verbrechen des realen Sozialismus. Der Band über den jungen Lukács widmet sich beinahe ausschließlich dem Frühwerk. Die Lukács-Nummer der Zeitschrift für Ideengeschichte von 2014 den politischen Verstrickungen des Philosophen, während die Sondernummer der Zagreber Beiträge von 2021 einem Kommentar von Judith Butler folgend, den nicht immer gelungenen Versuch unternimmt, gegen die Selbstinterpretation Lukács und die Polemik Adornos die Kontinuität zwischen dem jungen Essayisten und dem Marxisten stark zu machen. Die Replik auf Goldmann und die nachträglichen Selbstkommentare machen anschaulich, wie unbehaglich Lukács die Erinnerung an die Theorie des Romans und auch auf die Seele und die Formen ist. Zweifelsohne besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen der Theorie des Romans und den späteren Schriften zum Realismus, die sich programmatisch gegen Expressionismus, neue Sachlichkeit und vor allem gegen die Avantgarde richten, die pauschal als Dekadenz verdammt werden. Wenn in den späteren Schriften zuweilen die subjektive Ohnmacht und Angsterfahrungen verdammt werden, so ist das auch eine Abrechnung mit sich selbst. Der Gestus des Konvertiten, der mit dem eigenen, in Anführungszeichen, idealistischen Jugendwerk bricht. Seine Philosophie wird dem langen Schatten, den diese bemerkenswerten Bücher werfen, nicht entrinnen. Es sind drei, wie ich schon sagte, überaus verschiedene Werke. Würde man sie einem Unkundigen zur parallelen Lektüre anonym in die Hand geben, er würde kaum auf die Idee kommen, sie demselben Autor zuzuordnen. Das hat nicht nur mit den verschiedenen theoretischen Positionen und theoretischen Referenzen, sondern mit auffälligen Unterschieden in Stil, Rhetorik, bevorzugten Gedankenfiguren und Textformaten zu tun. Die Seele und die Formen sind eine Aufsatzsammlung, die auf Ungarisch verfasst, sich dem Kontext der Budapester Moderne verdanken. Also zeitverschoben ein bisschen zu Hermann Bahr. Sie sind vornehmlich in der 1908 gegründeten Programmzeitschrift der ungarischen Moderne in Nyugat, Westen, erschienen. Sie haben zudem einen geselligen Gesprächshintergrund. Das Freundschaftsnetz des Budapester Sonntagskreises, bei dem sich regelmäßig viele kritische Geister, darunter auch spätere Berühmtheiten wie Bela Bolac, Károly Mannheim, Arnold Hauser, Zoltán Kodály oder Béla Bartók einfinden. Wie alle modernistischen Zeitschriften versucht Nyugat eine Verschränkung von nationalen und internationalen Diskursen. Es ist das einzige Buch Lukács, in dem deutschsprachige Autoren der Gegenwart zu Wort kommen und dem ungarischen Publikum vorgestellt werden. Rudolf Kassner, Stefan George, Richard Beer Hoffmann oder Paul Ernst. Die methodische oder theoretische Klammer bilden zwei Texte. Der legendäre, als Brief an den Freund und Übersetzer Leo Popper gestaltete Text über Form und Wesen des Essays und der Aufsatz über Kierkegaard, der kontrapunktisch zu jenem über die romantische Lebensphilosophie des Novalis steht. Der Brief, wie der Essay ein subjektives Ego-Format, ist ein zu Recht berühmter Text, der den Essay über die leidige Gattungsfrage hinaus als eine Form und als eine Geste, eine zentrale Kategorie des Kierkegaards-Aufsatz, beschreibt. Eine Geste, die Literatur und Philosophie in ein enges Abhängigkeitsverhältnis zueinander drängt. Literatur verwandelt sich in ein unverzichtbares Medium innovativen Weiterdenkens, während Philosophie von den platonischen Dialogen bis zum Essayismus der Jahrhundertwende als eine literarische Gattung verstanden wird. Ich verweise hier auch auf Agnes Heller, die Philosophie als ein literarisches Format beschrieben hat. Seit den Zeiten der deutschen Frühromantik ist der Essay die repräsentative Form, in der sich das Spezifische der zunächst okzidentalen Moderne zeigt. Als Infragestellung der Tradition, als Negation der eigenen Bürgerlichkeit des 19. Jahrhunderts, als Zusammenbruch des Ganzen einer zuvor einheitlich erfahrenen Welt. Tradition des Bruchs, wie das Octavio Paz genannt hat, die sich im literarischen Gedankenfragment manifestiert.
Diese Tradition bildet die Folie für den Text über Kierkegaard mit dem programmatischen Titel »Das Zerschellen der Form am Leben«. Der dänische Dichterphilosoph ist die postromantische Schlüsselfigur einer Moderne, die die Vision etwa Friedrich Schlegels von der Vereinigung von Kunst und Leben dementiert und damit der Romantik eine tragische, lebensphilosophische Wende verleiht. Kierkegaard verzichtet auf die Verbindung mit Regine Olsen und macht dieses Scheitern zum Ausgangspunkt seines essayistischen Werkes. Das Leben lässt sich nicht zum Kunstwerk machen und die Kunst nicht zum Leben. Das trennt Lukács lebenslang von der Avantgarde. Was bleibt, ist die Geste des Verführers, der ethisch-asketisch bestimmt auf das Leben mit der geliebten Frau verzichtet, um sie aus der Ferne ästhetisch lieben zu können. Eine andere Geste findet an einer Stelle Erwähnung, der Sprung in den Glauben, den Lukács selbst im Dezember 1918 vollziehen wird, wenn er, der bis dahin keine einzige Zeile über Marx und Marxismus geschrieben hat, in die Kommunistische Partei Ungarns eintritt. Einige Monate später heiratet er, eine prosaische Geste, die Nationalökonomin und Übersetzerin Gertrud Bortsieber. Sie wird bis zu ihrem Tod 1963 verlässliche Wegbegleiterin der historischen Untiefen der Zeit. Lukács schreibt, Kierkegaard bedurfte der Absolutheit des Lebens, bedurfte seiner Festigkeit, die keinen Streit mehr duldet. Seine Liebe bedurfte der Möglichkeit, sich ohne Bedenken über das Ganze zu ergießen. Nicht nur Kierkegaard. Die Widmung des Buches an die geliebte Irma Seidler, die 1911 Suizid begeht, macht die Parallelität zu Kierkegaard für den Freundeskreis sinnfällig. Ein halb auf Ungarisch, halb auf Deutsch geschriebenes Tagebuch, das Agnes Heller und Andrea Seidler untersucht haben, ist eindrucksvolles Dokument einer dramatischen, existenziellen und intellektuellen Krise, die durch den Tod des Freundes Leo Popper und den Freitod der verheirateten Geliebten, mit der er das gemeinsame Leben nicht wagen will, ausgelöst wird und die Frage nach der Möglichkeit nach einem neuen Ganzen mündet. Von einem völlig anderen Gestus getragen ist die 1914-15 geschriebene, erst 1920 erschienene Theorie des Romans, deren Einfluss weit über die akademische Welt hinaus nur unterschätzt werden kann. Das Buch hat den philosophisch anspruchsvollen Diskurs über ein episches Format begründet und das zu einem Zeitpunkt, als dieses gerade begann, sich Eintritt in die Hochkultur und ins literarische Leben zu verschaffen. Dem Roman, wie übrigens auch dem Film, dessen ästhetischer Nobilitierung sich in den 1920er Jahren ein zeitweilig enger Weggefährte, Bela Bollacz, nämlich angenommen hat, blieb lange der Einlass in den akademischen Betrieb verwehrt. Der Duktus des Buches, der wiederholt eine Hauptfigur des Philosophen, nämlich Novalis, einen Auftritt gibt, ist über weite Strecken romantisch ist er auch, und imitiert gleich zu Anfang die märchenhaft romantische Sprechweise von Novalis, etwa im Europa-Fragment. Zitat, selig sind die Zeiten, für die der Sternenhimmel die Landkarte der gangbaren und zu gehenden Wege ist. Der märchenhafte Rückblick in die Welt der Antike und ihre philosophischen und literarischen Landkarten, etwa in den Epopoen, den großen Verseben des Homers, zeigt eine harmonisch einheitliche Welt. Melancholie über deren Verlust ist eine romantische Grunderfahrung, die Sehnsucht, den Trieb stimuliert, mit Novalis gesprochen, überall zu Hause zu sein. Das Verschwinden eines einheitlichen, verbindlichen Sinnhorizonts und die Einbuße selbstverständlich genommener Urbilder bilden die Grundlage für die berühmte, an Hegelsche Überlegungen anschließende Diagnose der transzendentalen Obdachlosigkeit. Das wird nach 1945 jemand wie Egon Holthusen wieder aufgreifen, existenzphilosophisch gefasst, der transzendentalen Obdachlosigkeit des modernen Menschen. In dieser schroffen Gegenüberstellung stehen Antike und Moderne einander unvermittelt gegenüber. Der Roman, der für Hegel nur ein Beleg für das von ihm verkündete Ende der Kunst war, wird bei Lukács indes zur repräsentativen Epopoe eines Zeitalters, für das die extensive Totalität des Lebens nicht mehr sinnfällig gegeben ist.
Die Diagnose von der transzendentalen Obdachlosigkeit des modernen Menschen, die im neuen Metaformat des Romans ihr Medium findet, ist von Novalis inspiriert. Aber der Korpus der Texte, die Lukács in den beiden frühen Werken kommentiert, besteht vornehmlich aus Werken des französischen und russischen Realismus, sozusagen von Balzac bis Tolstoi. So ist die Diagnose des jungen Lukács zwar modernistisch und postromantisch, aber den Korpus der Untersuchung bilden zumeist kanonische Werke des Realismus aus dem 19. Jahrhundert. Balzac, Tolstoi, Dostojewski. Unübersehbar, dass die Theorie des Romans Ausschau nach Möglichkeiten hält, die zerbrochene Totalität wiederherzustellen. Diese wird vor allem in den Abschnitten über Goethe und Tolstoi schlagend, wenn der damals junge Philosoph von der utopischen Gesinnung Goethes spricht und Tolstoi Ahnungen eines Durchbruchs in eine neue Weltepoche jenseits der zerrissenen Gegenwart konzidiert und bei beiden die Erneuerung der Epopoe konstatiert, den Versuch, das Missverhältnis zwischen Held und Welt aufzuheben. Das im Wiener Exil entstandene Werk Geschichte und Klassenbewusstsein zeigt uns abermals einen ganz anderen Philosophen. Einer, der dem zeitgenössischen Publikum in einem sorgfältigen und klaren philologischen Kommentar und mit vielen Zitaten, vor allem aus dem Kapital, Marx' Theorie der Entfremdung, Verdinglichung und gesellschaftlichen Abstraktion, was im Übrigen nicht dasselbe ist, auf bisher nicht dagewesene Weise freilegt. Die sogenannten Frühschriften, die 1933 zum ersten Mal publiziert wurden und für die zweite Renaissance des Marxismus in den 1960er Jahren eine wichtige Rolle gespielt haben, hat er zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekannt. Sie haben seine Interpretation verblüffend bestätigt und seine Leser wie Adorno, Horkheimer und übrigens auch Sohn Rethel inspiriert. Dass sich mit Geld und Kapitalismus eine Kultur etabliert hat, in der Dinge und Sachen die Beziehungen der Menschen scheinbar bestimmen, war Lukács schon von seinem Lehrmeister Georg Simmel hergeläufig. In dessen Sozialanthropologie oder Kulturanthropologie bleibt dieser Befund allerdings ambivalent, fördert die Kultur des Geldes, Gegenstand einer Philosophie des Geldes, doch Distanz, Rationalität und den friedfertigen Abtausch und Interessen. Die marxische Sichtweise beruht hingegen auf einem tragisch unheilvollen Narrativ von Verblendung, totaler Herrschaft der verdinglichen Gesellschaft über den Menschen und Verfinsterung alles Menschlichen, totale Selbstfremdheit. Zwischen Simmels Verständnis des Geldes als eines Mediums und der Fetischismustheorie von Marx und ihrer Diagnose der vollständigen Selbst- und Weltfremdheit gibt es gewiss Überlappungen. Ich vermute, wir werden darüber nachher auch diskutieren. Aber letztlich sind die beiden Theorien meiner Einschätzung nach unvereinbar. Der Begriff der Entfremdung erfährt bei Marx eine grundlegende Bedeutungsverschiebung. Im Sinn von weg und rückgängig verstanden, würde nämlich Entfremdung einen Prozess markieren, in dem das Fremde Stück für Stück abgetragen wird, sowie Spannung und Entspannung. In der Theorie von Marx bedeutet das Wort hingegen einen radikalen Zustand von Welt- und Selbstfremdheit. Geld und Kapital erscheinen dabei als die externen Mächte, die die geschichtliche Welt des Menschen als etwas ihm zuvor Fremdes eingebrochen sind. Denker wie Plessner und Blumenberg hingegen gehen von einer grundsätzlichen, höchstens kompensierbaren Weltfremdheit des Menschen aus. Lukács bleibendes Verdienst ist es, der Theorie von Marx ein anspruchsvolles philosophisches Format verliehen zu haben. Mit seinem peniblen Kommentar zum Fetischismus der abstrakten Ware Geld hat Lukács das Fundament einer marxistischen Kulturtheorie geschaffen. Er ist, so könnte man sagen, der gar nicht so heimliche Vater der kritischen Theorie. Und von daher könnte man natürlich sagen, dass Adorno sozusagen der Vatermörder von Lukács gewesen ist. Mehr noch als Walter Benjamin und Ernst Bloch ist eben an dieser Stelle Theodor Wiesengrund Adorno sein eigenwilliger, informeller Schüler und später erbitterter Kontrahent zu nennen. Adorno hat nämlich das Kunststück fertiggebracht, aus den drei inkompatiblen Frühschriften des heimlichen Lehrmeisters, das gilt übrigens auch für Adornos Kierkegaards-Studie von 1929, ein erstaunlich konsistentes Theorieprojekt zu formulieren. Dessen Kernstück ist der Wahnfetischismus, den Lukács als
spezifisches Problem unserer Epoche ansah, damit die Herrschaft der vom Menschen geschaffenen Dinge und die durch die Logik von Geld und Kapital geschaffenen Form der Vergesellschaftung über den Menschen. Diese wird, wie Adorno im Anschluss an die Theorie des Romans nicht müde wird zu betonen, in der literarischen Form des modernen Romans symptomatisch, intellektuell anschaulich nachvollziehbar. Adorno folgt auch der Kernthese von Lukács' ersten Buch, nämlich der Auffassung, wonach der Essay eine Geste, ja mehr noch eine Haltung eines weltvereinsamten Subjekts ist, dem das Ganze der Welt abhanden gekommen ist, dem das Ganze in Gestalt der verdinglichten Welt als ein Falsches gegenübertritt. Die zerbrochene Form von Essay und Roman, von Fragment und Heterogen, ist demnach die angemessene, ästhetische und zugleich politische Reaktion. Im Essay geschieht die Rettung des Besonderen und Subjektiven vor dem Zugriff eines vereinnahmenden, dämonischen, Allgemeinen und Objektiven. Die beiden Denker entwickeln sich indes in eine entgegengesetzte Richtung. Lukács hat das von ihm in Geschichte und Klassenbewusstsein entworfene Konzept einer falschen Kultur und Gesellschaft, die 1922/23 noch mit Kants erkenntnistheoretischen Einsichten kompatibel erscheint, nach und nach über Bord geworfen. Die Dialektik wird für ihn, wie er in Geschichte und Klassenbewusstsein bemerkt, zum Kernstück marxistischer Orthodoxie. Sie operiert von Anfang an mit einem Prinzip Hoffnung, wonach die Synthese, das letzte Moment im Dreischritt der Dialektik, die Risse, Brüche und Abgründe, die sich für die moderne Kultur auftun, zu versöhnen oder gar aufzulösen imstande wäre. Diese Denkfigur scheint heute rettungslos verloren. Sie setzt die große Erzählung eines langen Marsches oder Atems der Geschichte hin zur dialektischen Windung, hin zum Sozialismus, in der das Besondere und das Allgemeine zur synthetisch erpressten Versöhnung kämen voraus. Erpresste Versöhnung ist natürlich ein Wort von Adorno. Der handfesten Dialektik kommunistischer Politik hat sich Lukács spätestens seit Ende der 1920er Jahre gebeugt. Er wird ihr Täter und zugleich ihr Opfer. Beständig zu Widerrufen, zu Gesten des Schweigens, Schwindelns und Kollaborierens genötigt, lebt der gutbürgerliche Marxist aus jüdischem Haus in stalinistischen Zeiten in beständiger Gefahr, mundtot gemacht oder gar liquidiert zu werden. Er überlebt die blutige Niederschlagung der Räterepublik, 1941 das Exil in Moskau, die bösartigsten Anfangsjahre des ungarischen Stalinismus, die Unterdrückung des Aufstandes von 1956. Lukács letzter tragischer Versuch, selbst politisch in den Fortlauf der Geschichte einzugreifen. Am Glauben in die Dialektik Lenins hat er auch nach dem Scheitern des Prager Frühlings 1968 festgehalten. Lukács zu lesen, ich komme langsam zum Schluss, bedeutet den Abstand zu ermessen, der uns von seinem theoretischen und praktischen Marxismus trennt. Das Marx-Buch von Jacques Derrida, ein exemplarischer Akt von Dekonstruktion, sowie die praktische Philosophie von Lukács' Schülerin Agnes Heller sind Beispiele dafür, sich von diesem Denken zu verabschieden, ohne in reaktionäre Denkmuster zu verfallen. Mit der zeitlichen Distanz wächst die Möglichkeit einer fairen und gelassenen Würdigung seiner theoretischen Leistung. Dass der Rumor frühmer Berühmtheit Lukács im Alter nicht verlassen wird, dafür steht der späte Briefwechsel eines Außenseiters der kritischen Theorie mit dem altgewordenen Philosophen, den Earing Fetcher, den Pascal des Kommunismus genannt hat. Der einstige Heidegger-Schüler Günther Anders hat schon in den 1920er Jahren von Lukács gelernt. Der Titel seines literarischen Essays, Mensch ohne Welt, liest sich wie eine Replik auf die Theorie des Romans. Worüber die beiden sprechen? Über Kafka, über Realismus und über Entfremdung. Kafka nimmt dem Werk des ungarischen Großdenkers, wie das dreibändige Werk über den Realismus aus dem Jahr 1957 zeigt, einen wichtigen Platz ein. Das weiß der Briefschreiber aus Wien. Lukács rechnet Kafka zwar kritisch dem verpönten Avantgardismus zu, betont aber zugleich gegenüber Anders dessen realistische Schreibweise. Wie Anders hebt er das Moment des Allegorischen hervor, das das Unheimliche und Gespensterhafte in die geschilderte Welt bringt.
Er zieht einen Vergleich mit E.T.A. Hoffmann, betont aber auch den Unterschied. Lukács schreibt, Kafka ist formell weit diesseitiger als Hoffmann. Das Gespenstische verharrt innerhalb der diesseitigen Formen im kapitalistischen Alltag. Es ist der Nihilismus, der Lukács verstört, weniger die Schilderung all jener Ängste und Schrecken, die eine fremde, verdinglichte Welt hervorruft. Lukács, Franz Kafka ist der Klassiker des Stehenbleibens bei der blinden und panischen Angst vor der Wirklichkeit. Seine einzigartige Stellung in der heutigen Literatur beruht darauf, dass er dieses Lebensgefühl direkt und einfach zum Ausdruck bringt. Es fehlen bei ihm die formalistischen, technizistischen, manierierten Darstellungsformen des Grundgehalts. Dieser selbst in seiner schlichten unmittelbar bestimmt sein eigenes Formwerk werden. Dieser Aspekt der Formgebung scheint Kafka in die Familie der bedeutenden Realisten einzureihen. Kafka rückt in die Nähe von Kierkegaard. Lukács, der an einer Stelle nicht nur den allegorischen Charakter des Werks, sondern auch die großartigen Details hervorhebt, meint halbwahr, dass Kafkas Bild der Bürokratie seinen Erfahrungshintergrund in der Habsburger Monarchie hat. Er lehnt, wie Benjamin, eine ausschließlich religiöse Deutung des Werkes ab und betont demgegenüber dessen gesellschaftspolitische Perspektive und historische Dimension. Dabei verbindet erstaunlicherweise Benjamins Überlegungen zur Allegorie aus dem Trauerspielwerk mit dessen Kafka-Deutung. Günter Anders' Kafka-Kommentar wiederum sticht aus der Fülle der Sekundärliteratur dadurch heraus, dass es zumeist auf eine exakte, strukturale Beschreibung der Sprache, auf Techniken, Figuren, Situationen und Motive konzentriert. Er möchte zeigen, wie Kafkas Texte funktionieren, zum Beispiel im Vergleich zu Don Quixote. Cervantes Held beantwortet Fragen, die gar nicht gestellt worden sind, während Kafkas Helden immerfort fragten, ohne eine Antwort zu erhalten. Anders erwähnt die Weltfremdheit Kafkas gnostischen Atheismus. Er attestiert dem Autor des Prozess eine programmatische und zugleich erschreckende Wehrlosigkeit, die von der Inversion der Schuld herrühre und die ihn Anders zufolge so hilflos macht, wie die Juden gegenüber ihren Peinigern in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Lukács erinnert sich an die formal erstaunliche Studie von Anders, dem der postromantische Modernismus ebenso fremd geblieben ist wie Lukács. Zu Anders' Konzeption der Entfremdung mag sich Lukács nicht direkt äußern. Er macht freilich Skepsis gegenüber der durchschnittlichen Literatur zu diesem Thema geltend, der er feige und falsche Selbstgefälligkeit vorwirft. Wem er eine feige Haltung zuspricht, darüber steht kein Zweifel. Hat er doch in dem Vorwort zu seinem neu aufgelegten Frühwerk zur Theorie des Romans auf Adorno und Horkheimer verweisend geschrieben, dass nämlich solche Autoren im Grand Hotel Abgrund zu wohnen pflegen und diesen als besonders raffinierte Dienstleistung der heutigen Gesellschaft guten Gewissens genießen. Kritiker von Lukács, die sich über solch scharfzüngige Urteile empören, übersehen, dass der literarische Modernismus, den Adorno apodiktisch zur ästhetischen Norm erhob, zu diesem Zeitpunkt bereits an sein Ende gelangt war. Die Bezeichnung klassische Moderne ist in dieser Hinsicht erhellend. Diese fällt grob gesprochen und je nach Land und kultureller Tradition in die Zeit zwischen 1890 und 1960, zwischen Symbolismus und dem absurden Theater Beckets und Ionesco. Sie umfasst mit allen Vorläufern und Nachwirkungen, etwa in den südamerikanischen Literaturen, einen Zeitraum von 100 Jahren. Diese Moderne ist so historisch geworden wie der Marxismus. Lukács hat den literarischen Aufstieg einer neuen kritischen Gesellschaftsliteratur in der alten Bundesrepublik mit Genugtuung registriert. Mit Heinrich Böll und Marcel Reich-Ranicki stand er zeitweilig in regem Gedankenaustausch. Eine Hochblüte erlebte der literarisch anspruchsvolle, gesellschaftskritische Realismus in einem Land, in dem der wohl wirkungsmächtigste Marxist des 20. Jahrhunderts in den 1960er Jahren in intellektuellen Kreisen überaus populär und gegenwärtig war. Italien war das Land mit der stärksten und zugleich reformfreudigsten kommunistischen Partei im Westen Europas. Das Land des Neorealismus im Film und bedeutender realistischer Autorinnen und Autoren, die wie Pavese, Moravia oder Morante dem Kommunismus nahestanden. Die italienische Korrespondenz mit Verlegern, Übersetzern und Intellektuellen nimmt einen
ansehnlichen Platz im Lukács-Archiv ein. Sie macht deutlich, dass Lukács in einem ganz spezifischen Sinn ein europäischer Autor gewesen ist, der nicht nur in Ungarn und im deutschsprachigen Raum, sondern auch in Italien und den USA und in Südamerika heimisch gewesen ist. Er ist ein Jahrhundertphilosoph, weil er sein Jahrhundert auf höchst unterschiedliche Weise zu lesen und zu beschreiben versucht hat. Und weil wir dieses Jahrhundert kaum verstehen können, wenn wir sein vielfältig in sich gebrochenes Werk ignorieren. Es hinterlässt Spuren, denen wir nachgehen müssen, wenn wir es verstehen wollen. Spuren einer Welt, in der die Menschen im Namen einer sich ewig in die Zukunft zurückziehenden Utopie das Leben ignorieren mussten. Das war ein Zitat von Peter Nadasch. Und damit beende ich meinen Vortrag und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Noch einmal auch von meiner Seite und danke sehr für diese nette Einladung. Herr Müller-Funk hat am Anfang eine kurze Vorgeschichte sozusagen seines Vortrags geliefert, beziehungsweise etwas über sein Verhältnis zu Lukács berichtet. Und wenn er das schon gemacht hat, dann kann ich auch dazu etwas sagen, beziehungsweise zu meinem Verhältnis zu Lukács. Also wie sehr unüblich das erscheinen mag, bin ich zu Lukács irgendwie über Hannah Arendt und ihre eigentlich immer also mit einem normativen Unterton besetzte Theorie des politischen Handelns gekommen und auch über eine mögliche politische Narratologie und eigentlich mit der Übertragung dieses Normativen von Hannah Arendt in die Literaturtheorie kommt man eigentlich direkt in die in diesen berühmt-berüchtigten Beiträge von Lukács in den 30ern und 40ern Jahren. Aber das ist jetzt nur so Nebenbemerkung und natürlich wäre Hannah Arendt mit so einem Crossover gar nicht einverstanden. Aber sozusagen, da bin ich irgendwie parallel zur Dissertation auch zu Lukács gekommen und danach kam auch die Übersetzung und Herausgabe eines Kapitels aus der Eigenart des Ästhetischen aus dem Deutschen ins Kroatische und da wurde ich von einem Bekannten, von einem Kollegen Emil Jurzan, der eigentlich Architekt ist, eingeladen und es war erstaunlicherweise eigentlich die erste Lukács-Übersetzung bzw. Veröffentlichung seit dem Ende des Sozialismus in einem Jugoslawien, in einem Nachfolgestaat Jugoslawiens. Und das war für mich wirklich, also da ich ansonsten nicht als Übersetzerin tätig bin, eine sehr aufregende Erfahrung, nicht nur also wegen der Komplexität der Vorlage, sondern auch wegen der Varianten, also der sprachlichen Varianten der vorhandenen Übersetzungen eben aus Jugoslawien-Zeiten, wo Lukács sowohl auf Serbisch als auch auf Kroatisch übersetzt wurde. Und dabei musste man auch die ganzen sprachlichen Verschiebungen mit berücksichtigen und natürlich nicht unbedingt affirmativ annehmen, die eben seit den 90er Jahren im Umlauf sind. Und daher war das wirklich auch ein sehr kreativer Prozess für mich. Ich beginne mit etwas, also mit einem Stichwort, das Herr Müller-Funk irgendwo in der Mitte des Essays, also seines Vortrags erwähnt hat, nämlich Warenfetischismus. Ich wollte eigentlich diese Respondenz mit einem Verweis auf den Essay die Antinomien des bürgerlichen Denkens eröffnen, der, wie Sie wissen, Teil von Geschichte und Klassenbewusstsein ist und in dem Lukács eine kritische Analyse der kapitalistischen Wissenschaft und der für sie spezifischen Produktion von Begriffen unternimmt oder leistet. Und das ist natürlich auch heute relevant und nicht nur wegen dieser Wanderung auf Zoom-Plattform. Also dort in dieser kapitalistischen Wissenschaft und auch zu Lukács-Zeiten, zu unseren Zeiten, behalten sich, jetzt zitiere ich, wissenschaftliche Begriffe wie Waren innerhalb der Gesellschaft. Sie kommen zusammen im System wie Waren auf dem Markt. Der oberste wissenschaftliche Begriff, welcher nicht mehr den Namen von etwas Wirklichem enthält, ist gleich dem Gelde. Zitat Ende. Mit dieser Respondenz versuche ich, soweit möglich, dieser Falle zu entgehen. Natürlich ist das also systemisch eigentlich nicht ganz möglich. Ich möchte Folgendes sagen, wenngleich ich im Folgenden die Kontinuität in Lukács Werk der These von
einer möglichen oder Wolfgang Hüllerfunks These von Brüchen gegenüberstelle, habe ich nicht die Absicht, diesen kurzen Text als Ware, also diesen meinen Vortrag als wahre Fall zu bieten, die eine andere konkurrierende Ware, nämlich den Vortrag von Hüllerfunk, also überspielt und beschattet. Und natürlich ist das jetzt keine Sache der Höflichkeit oder wissenschaftlichen Redlichkeit, nein. Also vielmehr, denke ich, ist es so, dass sich sowohl Brüche als auch Kontinuitäten in Lukács' Werk sichtbar machen. Und die Sache ist eher so, dass die Brüche und Kontinuitäten von unterschiedlichen Wissenschaftlerinnen unterschiedlich gewertet werden und dass ihnen abhängig vom jeweiligen Blickwinkel unterschiedliche Rangordnung oder Prominenz beigemessen wird. Also das ist etwas, worauf wir natürlich in der Diskussion eingehen können. In Geschichte und Klassenbewusstsein werden als Beispiele für die erwähnten wahren Begriffe, also Atom und Energie, gegeben. Bezugnehmend auf Wolfgang Hüllerfunks Kategorisierung von Lukács als Europäer, die er ganz am Ende seines Vortrags einfügt, denke ich, dass dieses Europa im Fall von Lukács näherer Bestimmung bedarf. Europa ist heute in der Tat ein Warenbegriff, der wie ein Lehrer signifikant kursiert und als solcher in den meisten Fällen wenig Einspruch hervorzugeben vermag. Demgegenüber fungiert selbst schon der Name Lukács, wie Sie, Herr Hüllerfunk, darauf schon hingewiesen haben, wie ein Signifikant, der so bedeutungsschwanger, so politisch aufgeladen ist, dass er nahezu am Platzen ist. Insofern erhebt sich Lukács' Name zu etwas, was Lukács selbst nicht als, vielleicht als Signifikant, sondern als Signatur des Zeitalters nennen würde. Im gegebenen Kontext lohnt es sich, den leeren Signifikanten Europa und den prallvollen Signifikanten Lukács zusammenzuführen, und zwar im Sinne einer Erklärung beider. Dieser Begriffsbestimmung widme ich mich im ersten Teil dieser Respondenz. Hier ist nicht so sehr oder nicht ausschließlich von Kontinuitäten bei Lukács die Rede, sondern auch von einer ideologischen, politischen und letztlich kulturellen Kontinuität, die Mitteleuropa als Raum und Lukács als einen aus diesem Raum hervorgehenden und diesen Raum mitgestaltenden Handelnden gekennzeichnet. Im zweiten Teil gehe ich einer anderen Raum- und sonstigen Konstellation nach, nämlich dem Gegensatz von Moskau und New York, den Wolfgang Hüllerfunk in seinem Vortrag erwähnt. Am Ende komme ich nochmal zur Frage der Kontinuität zurück und reiße diese als eine in Lukács' Werk andauernde begriffliche Latenz um, denn dies ist, wie ich seine Kontinuitäten verstehe, also ganz im Sinne von Lukács' Selbstaussage, bei mir ist jede Sache die Fortsetzung von etwas. Bevor in den 90er Jahren Europa nach dem Modell der liberalen Demokratie und des global glorreichen Kapitalismus redesigned wurde, gab es ein anderes Europa, ähnlich wie es in den liberaldemokratischen Gesellschaften, sobald sie sowohl den versprochenen Liberalismus und die verheißene Demokratie verspielen, Bilder von einem anderen Österreich, anderen Ungarn, anderen Brasilien, anderen Kroatien aufgerufen werden. Dieses anders europäische Element wurde von Galin Tihanov im Exzellenten Lukács entdeckt, der, ich zitiere, für den Westen zu östlich genauso wie für den Osten zu westlich war. Kennzeichnenderweise wies Tihanov einen solchen Lukács als Mitteleuropäer aus. He seems to have exemplified the fluidity entailed in being a Mitteleuropäer with all its blessings and predicaments. Insofern frage ich mich, ob die Ausweisung von Lukács als Europäer eine Ausdehnung dieses mitteleuropäischen Seins auf Europa und potenziell auch Welt als Ganzes impliziert und ob diese Ausdehnung, Potenzial für eine Um- und Gegeninterpretierung vom wahren oder Marktbegriff Europa berge. Ich meine das auch mit Bezug auf jene andere, wesentlich einflussreichere interpretative Konstruktion, nämlich jene des mittel- und osteuropäischen Marxismus als westlicher Marxismus. Diese Kategorisierung, die bekanntlich Barry Anderson entstammt, basiert auf der Tatsache des Wanderns und Auswanderns der marxistischen Theorie in Richtung Westen und der gleichzeitigen Missachtung von sozialistischen Traditionslinien, die in diesem sogenannten Osten überlebten und ausharrten.
also gemeint ist die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, war ein wichtiger Entwicklungsstrom des zwischenkriegszeitlichen Sozialismus in Mitteleuropa von einer antiautoritären und dabei den Massen verpflichteten und vertrauenden Haltung geprägt, waren seine historischen Nachleben nach dem Zweiten Weltkrieg nach wie vor und stellenweise sogar mehr als früher von der Idee eines freiheitsliebenden Marxismus angetrieben. Dieser freiheitliche Marxismus bestrebt es im Unterschied zu der aus der westlichen 68er-Revolte hervorgehenden Theorie, die Kontinuitäten mit den aufreibenden politischen und ideologischen Kontroversen der Zwischenkriegszeit aufrechtzuerhalten. Ich verwende nun eine bei Lukács sehr beliebte Formulierung, die einige von Ihnen bestimmt erkennen werden. Also ich sage so, diese Kontinuitäten auch nur andeutend zu skizzieren, würde unseren Rahmen sprengen. Also diese Satzkonstruktion kommt bei Ihnen sehr häufig vor. Ich sage daher bloß Folgendes. Dieser andere Sozialismus, der von den betreffenden Regimes nicht unbedingt mit Wohlwollen geduldet wurde, war außerdem, genauso wie dies in der Zwischenkriegszeit gewesen ist, keine geistige oder politische Unternehmung nur einer Person, nur einer Gruppe oder sagen wir so einer Nation, sondern war in unterschiedlichen, manchmal auch widersprüchlichen Weisen in Form eines internationalen mitteleuropäischen Netzes gesponnen. Und für dieses Netz oder dieses Netzwerk, diesen anderen Sozialismus, steht Lukács heute als Signatur, sowohl als Markzeichen als auch als Unterschrift, die diesem Netz, diesem Raum die prägende Deutung verleiht. Dieses ist insbesondere dann der Fall, wenn der theoretische und praktische Weg hin zur Neubelebung dieses anderen Sozialismus verbaut wird, dadurch etwa, dass man das in mitteleuropäischen Ländern herumspukende Dogma des Totalitarismus als die tonangebende historiografische und politische Optik installiert. Das touristisch lukrative Verkitschen des Sozialismus, das parallel damit verläuft, schlägt beinahe in die gleiche Kerbe. Gegenüber einer Linken, die in und nach den 60ern den bereits angesprochenen Entfremdungsbegriff umarmte, insistiert nicht nur der späte, sondern bereits der frühe, sagen wir so idealistische oder neue kantianische und mittlere oder marxistische, revolutionäre oder auch dogmatische Lukács auf dem sogenannten Tertium Datur. Der Begriff der Entfremdung, also es ist nur ein kleiner Zusatz, wird, wie Jameson anmerkt, besonders beliebt, weil er die Analyse einer offenbar verdorbenen und degradierten Wirklichkeit erlaubt, ohne dass er sich dem Auftrag und Aufbau einer anderen Wirklichkeit verbindet. In seiner Autobiografie spricht Lukács von jener dritten Möglichkeit, nach der ich auch schon früher gesucht hatte, also das ist Zitat aus Gelebtes Denken. Gemeint ist ein dritter Weg, der jenem von Tony Blair freilich diametral entgegensteht. Dieser, wie er in der Abhandlung der Junge Hegel sagt, diese dritte und einzige Lösung vermag in Lukács sich zwischen den falschen Gegensätzen dialektisch zu vermitteln, zum Beispiel zwischen westlichem Kapitalismus und sowjetischem Bolschewismus, zwischen Individualpsychologie und Kollektivismus, zwischen Kulturmarxismus und ökonomischen Reduktionismus oder Vulgärmaterialismus, zwischen Pazifismus und Gewalt, Form und Inhalt, Kunst und Leben, Autonomie und Engagement, Freiheit und Unterdrückung, Modernismus und Realismus, wie auch Ästhetizismus und Determinismus. Erschien im Ersten Weltkrieg der Gegensatz von mittel- und osteuropäischen Monarchismus auf der einen Seite und dem englischen Parlamentarismus auf der anderen, die beide natürlich für Lukács inakzeptabel waren, also erschien dieser Gegensatz als durch ein drittes, nämlich die Oktoberrevolution, lösbar, war dieses Tertium Datur zu Zeiten des Staatssozialismus freilich schwieriger zu fundieren. Denn die dritte und einzige Lösung bestand nicht mehr in radikaler antisystemischer Kritik, sondern sie musste den langwierigen Weg einer reformorientierten Politik wagen. In der Eigenart des Ästhetischen, dem ungelesenen Meisterwerk des 20. Jahrhunderts, wie Daniel Gücht das kategorisiert oder nennt, konkretisiert Lukács diesen Gedanken, wenn er behauptet wie folgt. Denn die Arbeit hat den Menschen zwar zum Beherrscher der Naturkräfte gemacht,
Das Instrument jedoch, das er dabei, also der Mensch, schuf, nämlich die Gesellschaft, hat ihn nun seiner Herrschaft unterworfen. Erst mit dem verwirklichten Sozialismus, also dieser erste Satz, also der mit hat ihn nun seiner Herrschaft unterworfen, der klingt auch ziemlich adornianisch. Fortsetzung des Zitats, erst mit dem verwirklichten Sozialismus wird auch dieses Beherrschtsein aufgehoben und es eröffnet sich ein normal ausbalanciertes, gesundes Subjekt-Objekt-Verhältnis zur Außen- und Innenwelt für den Menschen. Und ein anderes Zitat aus dem zweiten Band der Eigenart besagt Folgendes. Deshalb stehen wir heute vor der paradoxen Lage, dass die herrschende Richtung der bürgerlichen Literatur das religiöse Bedürfnis, also womit er sich auch in früheren Werken auseinandergesetzt hat, also dass die herrschende Richtung der bürgerlichen Literatur das religiöse Bedürfnis in seiner heutigen Form verfestigen hilft, während die sozialistische Literatur, die eigentliche historisch prädestinierte Gegenkraft wäre, in der Mehrheit ihrer Produktion an diesem Zentralproblem des Befreiungskampfes der Kunst einfach vorbeigeht. Darin steckt die von uns dargestellte Schwierigkeit, sagt Lukács, im Sozialismus, in der sozialistischen Kultur, jene Kraft aufzuzeigen, die imstande ist, diesen Befreiungskampf siegreich zu Ende zu führen. Für uns kommt es auf die Perspektive der Gesamtentwicklung an. Zitat Ende. Ich glaube, Herr Müller-Funk hat in seinem Vortrag auch Optimismus erwähnt. Und das ist etwas, worauf ich jetzt mit den folgenden Anmerkungen eingehe. Also ich möchte sagen, dass also in der tiefen Grammatik dieser Aussagen, dieser Zitate aus der Eigenart, aber auch in, man kann Stellen in ganz unterschiedlichen Werken von Lukács finden, dass dort eine Figur bemüht wird, die für den mitteleuropäischen Sozialismus, also für diesen antiautoritären sozialistischen dritten Weg geradezu paradigmatisch war und auf beiden Seiten des sogenannten Eisernen Vorhangs aufleuchtete. Ich werde jetzt ein paar Beispiele nennen, weil ich denke, dass natürlich Lukács dabei keinen Alleingang wagte. Von Peter Weiss zum Beispiel wurde sie in Form der Konjunktion und doch gegossen, also und doch, in der Haltung, dass der Kampf trotz der gegenwärtigen Niederlage, wie er sagt, weitergeführt werden müsse, beziehungsweise in der Haltung, die gegenwärtige Bedrängnis überwinden lässt und historische Perspektiven möglich macht. An diesem und doch, also das eigentlich in der Ästhetik des Widerstands sehr häufig verwendet wird, hing auch der ungarisch-jugoslawische Schriftsteller Erwin Schinko, Autor des Romans Die Optimisten und des Moskauer Tagebuchs Roman eines Romans. Und übrigens Schinkos Optimisten, also sie werden von Lukács in seinem autobiografischen Gespräch mit István Hershey ausdrücklich gelobt als ein ziemlich gutes Dokument, wie er sagt, das dem Leser vorführt, ich zitiere, welche verworrene ideologische Beziehung die Intelligenz in der damaligen Zeit zum Kommunismus aufgebaut hat, also zur Zeit der ungarischen Revolution. Zitat Ende. Erzsi, eine der Heldinnen dieses Romans, bringt diesen Optimismus mit Worten auf den Punkt, ich zitiere, wir fanatische Optimisten heben uns nicht gerade durch besondere Heiterkeit hervor. Zitat Ende. Ein weiteres Beispiel für diesen eigentümlichen, wenngleich etwas düsteren Optimismus, der in einem trotzig und cholerisch war, wäre der von Lukács vielfach zitierte Österreicher Ernst Fischer, der in seinen Essays und Erinnerungen das Ende einer Illusion vor allem mit der 1959 veröffentlichten Studie von der Notwendigkeit der Kunst, ähnliche Versuche eines synthetischen Ausgangs aus falschen Gegensätzen des Kalten Krieges unternommen hatte. Mit diesen Verweisen auf ein drittes, welches Lukács mit einer Reihe anderer Mitteleuropäer teilte, ist schon der Rahmen gegeben für die Diskussion eines Gegensatzes, den Herr Müller-Funk als Moskau hier, New York dort in Worte fasst. Moskau hier, New York dort. Eine besondere Veranschaulichung der krassen Gegenpole von Lukács und Adorno gibt es nicht. Hat Adorno nur konsequent materialistisch argumentiert, wenn er die Ergebnisse seiner negativ-dialektischen Sichtung von Phänomenologie, Bürgerlichkeit und Moderne mit dem Spruch pointierte, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, hat sich Lukács einem Optimismus verpflichtet,
der den Tatsachen trotzte und der kein geistiges Eigentum der offiziellen Linie des östlichen Sozialismus war, sondern die Fortsetzung des gemeinsamen mitteleuropäischen Kampfes um einen humanistischen Sozialismus voraussetzte. Und ich hoffe, ich habe zur Genüge, also mit diesen kursorischen Verweisen auf andere verwandte Optimisten, habe ich das zu zeigen versucht, ja, oder gezeigt. In der Analyse der verwalteten Welt, sowohl des Westens wie auch des Ostens, sind nämlich die Positionen von Adorno und Lukács beinahe identisch. Ich zitiere jetzt aus der Ontologie: Die marktmäßig manipulierenden Methoden des heutigen Kapitalismus sind laut Lukács den grob manipulierenden Plänen und taktischen Verfügungen der geistigen Erbe der stalinischen Methoden korrelativ. Also es handelt sich um eine Aussage, eine weitere Aussage, die selbst von Adorno hätte locker unterzeichnet werden können. Die Projektion eines befreiten Individuums, das im Kapitalismus wie auch im Sozialismus ja ununterbrochen verheißen wird bzw. wurde, hier wie dort fortdauernd unerbittlich durchkreuzt. Der Unterschied zwischen Adorno und Lukács liegt jedoch darin, dass Adorno den inzwischen sprichwörtlich gewordenen Umschlag von Aufklärung in Mythologie als unausweichlich, nicht zurückführbar und also schicksalhaft postuliert, während Lukács beinahe ohne Unterlass vor dem Fatalismus solcher Schlussfolgerungen warnt. Und wer möchte, der wird diese Warnung nicht nur in seinem Spätwerk, also in der Ontologie oder in der Eigenart des Ästhetischen, oder auch nicht in seinen Moskau-Schriften oder zum Beispiel in der Zerstörung der Vernunft finden, sondern wird selbst in die Seele und die Formen und der Theorie des Romans fündig werden, denke ich. So bin ich der Meinung, dass sich die Kontinuitätsthese allen Brüchen und Abwandlungen zum Trotz bekräftigen lässt. Ich meine das im Sinne von Lukács andauernder Auseinandersetzung mit der scheinbar unfassbaren Totalität und darauf aufbauend seiner kontinuierlichen Warnung von der Verarmung des eingreifenden Handelns. Moskau hier, New York dort. Bei diesem wie bei anderen vorhin erwähnten Binarismen versucht Lukács, diese nicht zu entschärfen, aber dennoch als falsche Gegensätze zu entmystifizieren. Als Beispiel nehme ich in diesem Kontrast mit gemeinten Gegensatz von, also ist schon klar, von Kapitalismus und Sozialismus, wie er im Briefwechsel zwischen Lukács und dem erwähnten Autor Günther Anders hervorscheint. Ähnlich wie in der berühmt-berüchtigten Studie Gegenwart Bedeutung des kritischen Realismus, in der Lukács auch im Westen die Möglichkeit des progressiven Realismus und das tatsächliche Vorhandensein von herausragenden realistischen Werken bezeugt, die es schaffen, die scheinbar unheilbare Partikularität des Einzelnen zu überbieten, kommt Lukács im Austausch mit Anders nicht auf die jeweiligen Systeme zu sprechen, sondern erwägt Handlungsmöglichkeiten, die diese Systeme in ihrer ideellen Verfassung freilich gewährleisten. Zu Anders schreibt er wie folgt. Also ich finde dieses Zitat eigentlich ganz interessant, sehr sympathisch. Ihre innere Einstellung zur Verzweiflung hat mir menschlich sehr gut gefallen. Ich glaube aber, dass man denkerisch über Affekte wie Hoffnung oder Verzweiflung doch hinausgehen muss. Ich glaube, dass es sich objektiv um das Problem der nahen und der fernen Perspektive handelt. Man kann sehr wohl für die Gegenwart und die unmittelbare Zukunft sehr pessimistisch sein, ohne die weite Endperspektive aus dem Gesichtskreis zu verlieren. Dazu muss man nicht unbedingt Marxist sein. Zitat Ende. Worauf ich mit diesem, also mit dem vorherigen Verweis auf das und doch bei Peter Weiss und auf die in diesem letzten Zitat sehr ironisch und für Lukács sehr typisch gemeinte Kritik an der Verzweiflung hinaus möchte, ist die Kontinuität, die zwischen Lukács als Signatur von einem bestimmten Europa des 20. Jahrhunderts und dem, also unserem 21. Jahrhundert herzustellen. Natürlich ist in diesem Sinne auch unser Event gemeint. Also die Aktualität von Lukács für unsere Zeit zu besprechen, zu erwägen, zu beleben. Für uns heute ist Lukács jemand, der trotz aller Niederlagen und angesichts, also und doch, also trotz allem, und angesichts aller wie sehr auch überzeugenden Beweisführungen über die Alternativlosigkeit des Zeitalters nicht den Geist aufgibt. Damit möchte ich diese Respondenz abschließen und ich danke Ihnen fürs Zuhören, also für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich möchte zunächst der Internationalen Stiftung Lukács Archiv für die Einladung zu dieser Veranstaltung danken und auch und besonders für die unermüdliche Arbeit gegen die Zerstörung des Erbes Lukács in Ungarn. Auch bin ich Frau Perica für ihre scharfsinnigen Einsichten in das Problem der Kontinuität sehr dankbar. Ich hoffe, meine kurzen Überlegungen können mit Ihnen in Dialog treten. Aber vor allem möchte ich Herrn Müller-Funk und seinem Beitrag zur Deutung des Lukács'schen Werkes danken. Was tatsächlich diesen Beitrag betrifft, werde ich versuchen, ein paar Bemerkungen zu machen, die hoffentlich die Diskussion über die Lebendigkeit, also über die Aktualität von Lukács fördern können. Aber bevor ich auf die Frage Aktualität eingehe, also die Frage, die meiner Meinung nach Müller-Funks Text unterliegt, möchte ich auf zwei Elemente hinweisen, die Müller-Funk, so glaube ich, brillant darlegt. Und zwar Kraft, die Stärke der Essayistik des jungen Philosophen einerseits und andererseits dessen Beziehung zu Adorno und Kafka. Müller-Funks Vortrag hat mir besonders gefallen, weil er drei Schriften in Betracht zieht, die in einer sehr schwer zu dimensionierenden Weise die Bedeutung von Lukács im deutschsprachigen Raum bestimmten. Wie sonst könnte man an den intellektuellen Komplex denken, der mit dem ungenauen Namen der kritischen Theorie oder des westlichen Marxismus bezeichnet wird, wenn nicht unter dem Einfluss von Die Theorie des Romans. Der Essay, von dem schon 1906 Max Bever tief beeindruckt war, galt als ein echtes Kultbuch. So äußerte sich einmal Leo Löwenthal. Also als ein echtes Kultbuch für Max Horkheimer, Adorno, Benjamin Bloch und Siegfried Krakauer. Gestatten Sie mir, zwei Kernbegriffe von dieser Lukács'schen Theorie des Romans zu erwähnen, die mehrere Argumentationen bei den eben genannten Denkern maßgeblich bedienten. Einerseits die transzendentale Obdachlosigkeit als charakteristische subjektive Position in einer Welt ohne Zusammenhang, also in der Welt der bürgerlichen Gesellschaft. Um nur kurz auf ein Beispiel hinzuweisen, denken wir daran, wie fruchtbar sich dieser Begriff in Krakauers Ideologiekritik der Mittelschichten während der 20er Jahre erwies. Andererseits die mit der Obdachlosigkeit eng verbundene Kategorie der zweiten Natur, die sich auf die versteinerte Welt der modernen Objektivationen bezieht und eine Grundlage für die später entwickelte Theorie der Entfremdung bildet. Auch hier nur ein Beispiel. Der Begriff der zweiten Natur dient Adorno bei dessen Auschwitz-Kritik vom Jahr 1966. Noch ein intellektueller Einschlag war Geschichte und Klassenbewusstsein und die darin angelegte Analyse des wahren Fetischismus als eine Kategorie, also als eine Daseinsform, die weit über die Grenzen der Ökonomie hinausgeht und eine entfremdete Ganzheit artikuliert. Mag er von idealistischen und zu optimistischen Zügen getrübt sein, Lukács Versuch, das Auftauchen und die Entfaltung eines nicht entfremdeten Bewusstseins aus dem Prozess der Enttäuschung selbst zu fassen, bedeutete einen ungeheuren intellektuellen Fortschritt angesichts dem Verstehen des gesellschaftlichen Seins im Kapitalismus und trug zu einer Reihe von neuen, kritischen, parteiuntreuen Interpretationen des Werkes von Marx bei, die heutzutage noch erhellend wirken. Wie es sich aus Müller-Funks Worten verstehen lässt, sind solche theoretischen Impulse bei Lukács einer eigenartigen kritischen Konstellation von unterschiedlichen Theorien, Begriffen und allgemeinen theoretischen Strömungen zu verdanken. Also eine Konstellation, die prinzipiell undogmatisch im Dienst der Enthüllung ihrer Gegenstände steht. Denke man noch an Geschichte und Klassenbewusstsein. Ein Konzept von der Versachlichung Simmelscher Färbung. Eine Theorie der Persönlichkeit, die weit über Dilthey hinausgeht und in Goethe einmündet. Max Webers Idealtypen. Eine marxische Auffassung der wahren Form und die hegelischen Kategorien von Subsumption und Vermittlung. All diese theoretischen Bruchstücke werden
umfunktioniert, um auf die eigene Art der kapitalistischen Subjekt-Objekt-Beziehung Licht zu werfen. Wie Ernst Bloch in Bezug auf Lessing einmal sagte, denken heißt überschreiten. Und tatsächlich folgt der junge Lukács keinem fixen erkenntnistheoretischen Modell. Es geht vielmehr um eine wagemutige, risikofreudige Haltung, die, wie Max, wie Müller-Funk betont, ihre Kraft, ihre Stärke aus dem Geist des Essays als Gattung nimmt. Für eine solche essayistische Haltung gibt es keinen vorgeschriebenen Weg. Ihr Motto lautet, wie der alte Lukács einmal selbst andeutete, «Je prends mon bien ou je le trouve», ich nehme mein Gut, wo ich es finde. Und was unterwegs gefunden wird, wird viel reicher als der gesetzte Endzweck. Der Parallelismus zwischen der Welt des Romans und dem Ethos des Essays springt hier ins Auge. Und man könnte daraus schließen, dass bei Lukács das Erkenntnistheoretische bewusst aus der Eigenart des Objektiven abgeleitet wird. Der Essay erweist sich als ein angemessenes Werkzeug vis-à-vis der entfremdeten Welt, gerade weil er das in Bewusstsein gerückte Moment dieser Welt selbst ist. Noch ein Gewinn von Müller-Funks Vortrag ist, so glaube ich, die Problematisierung der Beziehungen der ungarischen Philosophen zu Adorno und Kafka. Ganz oft findet man grobe Verallgemeinerungen zu diesen Themen, die entweder geradewegs falsch sind oder auf Einseitigkeiten bzw. abstrakt isolierten Sätzen beruhen. Am Anfang ihres berühmtesten Werkes sagte Agnes Scheler, es gebe keine Interpretation von Marx, die nicht mit Zitaten widerrufen werden könne. Es komme aber darauf an, die oft verhüllten hauptsächlichen Tendenzen zu entdecken. Ich bin der Meinung, dass dasselbe für Lukács gilt. Und hier ist der Punkt, wo ich eine dringende Frage ansprechen möchte. Eine Frage, die, so glaube ich, der Darstellung von Herrn Müller-Funk unterliegt. Ich meine die Frage nach der Aktualität von Lukács. Es ist hier nicht meine Aufgabe, eine umfassende Antwort zu diesem Problem zu liefern, aber vielleicht können ein paar Überlegungen angestellt werden. Müller-Funks Vortrag legt Nachdruck auf die Divergenzen zwischen dem jungen und dem alten Lukács. Dass es wichtige, unvermeidliche Unterschiede gibt, sollte man nicht verkennen, wie George Marcus angesichts der Frage nach der Diskontinuität bei dem jungen und alten Philosophen behauptet, geht es um ganz verschiedene theoretische und ideologische Zusammenhänge. Aber ich frage mich, ob die von Adorno und Krakauer zu verstehen gegebene Idee, der reife Lukács habe seine Vernunft einem Dogma, einer Partei, einer a priori formulierten Kette von abstrakten Prinzipien preisgegeben, nicht etwas problematisch klingt, vor allem wenn man diese Idee voreilig verallgemeinert. In der Tat frage ich mich, ob bei seinen letzten Werken nicht grundlegende Einstellungen und Problemkomplexe aus der Jugendzeit verbleiben. Und ob dieses Verbleiben nicht ein Beharren auf der Idee beweisen würde, dass, um die eigentümliche Logik des eigentümlichen Gegenstandes zu fassen, Denken stets überschreiten muss. Aus den 60er Jahren könnte man zwei Schriften von Lukács auswählen, die, wenn Sie die musikalische Metapher gestatten, einen Kontrapunkt zu die Theorie des Romans und Geschichte und Klassenbewusstsein bilden. Und zwar der Essay über Lessings Nina von Barnhelm und der Essay über Solzhenitsyn, ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch. Bei aller zeitlichen und inhaltlichen Divergenz zwischen den beiden Gruppen von Texten geht es in einem gewissen Sinne um dieselben Töne, um dieselben Arrangements. Ich gehe ganz kurz auf die Schriften über Lessing und Solzhenitsyn ein.
Vor allem fällt ein gemeinsamer Zug auf. In beiden Fällen hebt Lukács die Tatsache hervor, es handele sich um eine Übergangsperiode, also um eine Mitte, in der gewisse soziale Gefüge, Beziehungen, Anschauungsweisen nicht mehr vorhanden oder nicht mehr wirksam sind und die kommenden Formationen nur noch als Möglichkeit, als Latenz vorgefühlt werden können. Angesichts den vielen Vorurteilen, die Lukács eine teleologische, geschlossene und damit autoritäre Auffassung des geschichtlichen Prozesses zu schreiben, halte ich dieses Interesse an Übergangszeiten, das die Gegenwart als einen Zwischenzustand von Vergangenheit und Zukunftsmöglichkeiten versteht, für höchst beachtenswert. Der Fall Lessing verkörpere einen gespannten Moment der deutschen Aufklärung. Bei Lessing seien die Enge und Sachhaftigkeit der ersten deutschen aufklärerischen Ansätze schon vorbei. Aber die gleich nach ihm zunehmende getriefte und widerspruchsvolle Kritik des Reichs der Vernunft sei bei ihm noch nicht zu sehen. Beim Saimina von Barnhelm gestalte nach Lukács die Lebensführungsmöglichkeiten zweier sozusagen obdachloser Individuen, vor denen sich kein klarer Weg abzeichnet. Beim Beispiel von Solzhenitsyn gehe es nach Lukács um die gerade erst beginnende, ganz schüchterne und von vielen Schwierigkeiten begleitete Überwindung der Stalinzeit. Es gelinge Solzhenitsyn, in dem Lukács ein mögliche Wiedergeburt der damals zur Kurvenmanipulation reduzierten sowjetischen Literatur sieht, aus der Gestaltung des Lebens im Gulag ein Symbol des Alltags in der Stalinzeit zu machen. Auch hier wird die Gegenwart als ein Kraftfeld voller Wechselwirkungen gefasst, in dem keine a priori gesetzte Richtung die herrschende ist. Im Gulag voll Solzhenitsyn sei das Risiko zum Scheitern besonders hoch. Wer sein Leben nach erstarrten, vorgeschriebenen Prinzipien führen will, wird sein Leben zweifellos verlieren. Um zu leben, muss jede Entscheidung möglich verurteilslosen, objektiven Untersuchung der Verfügung beruhen. Deswegen betont Lukács die Bedeutsamkeit der Realität bei Solzhenitsyn. Also die Bedeutsamkeit der konkreten Menschen und Dinge. So sagt Lukács. Hier ist jedes Detail eine Alternative von Rettung oder Untergang. Jeder Gegenstand ein Auslöser von heilsamen oder verderblichen Geschicken. Zitat endet. Wenn auch implizit, beziehen sich beide Aufsätze auf die frühen Schriften. Stets ist die zentrale Frage die Frage nach der Fremdung und deren Überwindung. Und Lukács bedient sich dazu einer Kategorie der Vermittlung, die er erst in der Phase von Geschichte und Klassenbewusstsein programmatisch annahm. Die Überwindung des entfremdeten Lebens, so Lukács, ist nichts von außen in die Gegenstände hineingetragenes, ist kein Werturteil oder Sollen, sondern ist das Offenbarwerden ihrer eigentlichen, objektiven, gegenständlichen Struktur selbst. Zitat endet. Aber noch in anderen Hinsichten knüpfen sich diese Aufsätze an die Schriften der Jugendzeit an. Die Deutung von Mina von Barnhelm darf als eine echte Revision, ja selbst eine Umkehrung der Prämissen vieler Essays in die Seele und die Formen gelten, besonders jener Voraussetzungen, auf denen der darin entwickelte Begriff der Tragödie aufgebaut ist. Im Aufsatz von 1963 wird Paul Ernst, also der damals verherrlichte tragische Dramatiker, ohne Bedenken widerlegt. Und es wird behauptet, dass bei Lessing die Komödie Kraft ihrer Flexibilität und Beweglichkeit ein höheres kritisches Potenzial erreiche als die Tragödie. Die Lessingsche Komödie hebe die Erstarrungstendenzen und die daraus folgenden falschen moralisierenden Anschauungen auf, die in der Tragödie einen legitimierenden Ausdruck finden. Sie hebe solche Entfremdungen auf, indem sie keine These, keine Formulierung fixieren und vollenden lasse.
die bewegliche, höchst dynamische Form der Komödie bei Lessing nähere sich den flüssigen, sich stets verwandelnden Strukturen des Märchens an, also der Gattung, die Lukács in seiner Jugend als Alternative zur Tragödie und damit als möglichen Ausdruck eines glücklichen Lebens betrachtete. Aber der Komödie gelinge die Gestaltung einer Atmosphäre voller Schauerstoff, nicht dank der Magie und der Flucht in eine wunderbare Welt, sondern dank dem Stehenbleiben bei unserer Empirie und der unermüdlichen und sehr riskanten Arbeit mit der darin konkret bestehenden Dingen. Märchenhafte Züge finden sich auch im Aufsatz über Solzhenitsyn. Überall stößt man auf überraschende Andeutungen, auf Einladungen zu einer überschreitenden Denkweise ohne jede andere Beschränkung als den Respekt vor den konkreten Gegenständen. Denke man zum Beispiel an die positive Anspielung auf Viktor Nekrasow oder die teils ironische Behauptung, die wie ein Vaso ostinato im ganzen Text wirkt. Die besten Erscheinungen des sozialistischen Realismus seien diejenigen, die in den 20er Jahren entstanden sind, also bevor dem Begriff ein normativer Inhalt verliehen wurde. Oder denke man an die Elemente, die eine Art kontrapunktisches Gewebe mit den früheren Schriften bilden. Es fällt einerseits die Anwendung seines alten, jetzt aber neu formulierten Begriffes des zweiten Natur auf. Die Novelle schaffe eine Schilderung des sozialen Gefüges unter der Stalin-Ära, die dessen Fetischcharakter enthüllt. Andererseits hat Friedrich Jameson schon die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass es hier wieder um eine philosophische Überlegung über die Ausdrucksmöglichkeiten einer epischen Gattung, also der Novelle, geht. Lukács schlägt die höchst provozierende These vor, die Novelle als Gattung sei imstande, eine historische Welt literarisch zu gestalten, der die große Epik, der Roman, nicht mehr oder noch nicht Form geben könne. Die Überlegungen über die Gattung führen aber zu keiner normativen, dogmatischen Definition. Ganz im Gegenteil. Lukács zeigt, inwieweit die Bedeutsamkeit von Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch gerade darin liegt, dass sie von der traditionellen Form der Novelle teilweise abweicht, indem sie ohne das kennzeichnende Merkmal der Gattung zurechtkommt. Nichts Besonderes passiert in der Erzählung. Es gibt keine unerhörte Begebenheit. Jedes bedeutende Kunstwerk, glaubte Lukács, erfüllt und überschreitet gleichzeitig die Gesetze seiner Gattung. Und dieses Überschreiten folgt keiner arbiträren subjektivistischen Willkür, sondern ausschließlich der eigentümlichen Logik des eigentümlichen Gegenstandes. Eine kritische Stellungnahme angesichts der Frage, ob Lukács als ein philosophisches Dokument der Vergangenheit oder als ein Denker voller Aktualität angesehen werden sollte, bedarf einer gründlichen Auseinandersetzung mit seinem Werk. Es handelt sich also um eine Aufgabe, die weit über unsere heutigen Kräfte hinausgeht. Lukács ist, wie Müller-Funk betont, in mehreren Hinsichten ein Kind seiner Zeit. Aber die Zeit, und besonders diese, unser Augenblick, ist keineswegs homogen. Sie hat, wie Lukács stets behauptete, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Arten, verschiedene Folgen. Ich habe versucht, kurz aufzuzeigen, dass es bei dem ganzen Lukács eine grundlegende intellektuelle Haltung gibt, dass diese Heterogenität der Zeit auf dem Niveau seiner Kritik, auf dem Niveau seiner kritischen Denkweise bewusst entwickelt. Um es im Geist von Denis Diderot, Rameaus Neffe zu sagen, um die Verhältnisse einer entfremdeten, in sich selbst
verlorenen Welt zum Tanzen zu zwingen? Darf man dieser Welt keine Moral, keine Dogma, keine a priori gegenüberstellen? Man soll vielmehr diesen Verhältnissen ihre eigene Melodie vorsingen, damit sie zum Erwachen kommen. Vielen Dank.